Wunderschönen guten Morgen. Wir wollen heute über die Shell sprechen. Okay. Die Shell ist eine Software und die Shell erlaubt uns ein besseres Arbeiten mit Computersystemen. Und ja, das ist für manche schockierend, gell? Also es ist schon lange so, dass man gewohnt ist, also auf die Geräte zu klicken oder sie auch zu streicheln und die Geräte reagieren dann darauf. Das ist bei der, ja, bei der interaktiven Arbeit eigentlich recht fein, gell? Man kann damit Programme starten, man kann Dateien erstellen, kopieren, umbenennen, mit Verzeichnissen arbeiten, man kann Konfigurationen durchführen, das geht alles mögliche, gell? Und das zentrale Programm dafür ist ein Dateimanager, gell? Also unter Microsoft ist normalerweise der Windows Explorer, gell? Also es könnte auch was anderes sein. Also das ist jetzt, ja, das ist für viele einfach und es hat auch oft die Tore geöffnet, gell, weil man also einen Computer einschaltet und mit relativ wenigen Konzepten und einem Zeigegerät ist es dann möglich, einen solchen Computer zu bedienen. Gell. Das ist jetzt zwar einfach, gell, aber es gibt ein paar Grenzen und die größte Grenze ist also die Automatisierung von Abläufen, gell? Also wenn ich in der Nacht etwas regelmäßig machen soll, also wenn ich da regelmäßig zum Beispiel Updates machen soll, wenn ich da regelmäßig Backups machen soll, gell? Dann müsste ich da das in der Nachtschicht machen, gell? Und da müsste ich jemand dann in der Nacht im Haus behalten, gell? Der das da macht, gell? Das sind dann die armen Geister der Nachtstunden, gell? Oder ich automatisiere das dann zum Beispiel, gell, dass das in der Nacht dann gemacht wird. Gell. Aber die Automatisierung der Maus ist nicht so einfach. Gell. Also ja, da braucht es was anderes. Gell. Oder ein anderes Problem. Ein anderes Problem ist der entfernte Zugriff auf Computer. Gell. Und der entfernte Zugriff auf einen grafischen Desktop. Der ist zwar möglich, gell, aber der ist außerhalb des LANs, wenn ich also mein lokales Netz verlasse, dann nicht immer ganz einfach, gell, von der Sicherheit her auch oder auch einfach von der Bandbreite. Gell, also um einen Desktop zu übertragen, brauche ich Bandbreite. Gell, also da nutzt alle Liebe zum Desktop nichts, wenn die Bandbreite nicht vorhanden ist, dann funktioniert es nicht, gell? Es gibt jetzt da zwar Protokolle, die mir dabei helfen, gell? Also ganz berühmt, das ist dieses RDP von Microsoft, gell? Oder es gibt da auch Programme, gell? Und da gibt es zum Beispiel eben der TeamViewer, das ist das vielleicht das bekannteste Programm, um einen entfernten Desktop zu steuern, gell? Also da hat man schon so Möglichkeiten, gell? Aber wie gesagt, man braucht Bandbreite und das ist dann nicht so ganz ohne, gell? Was ist denn die Alternative, gell? Also die Alternative ist das, was man schon vorher hatte, und zwar die Befehlszeile, gell? Also da die CLI, gell? Command Line Interface, sagt auch jemand dazu, gell? Also die Befehlszeile erlaubt mir über die Tastatur ein Gerät zu bedienen, gell, und solche Befehlszeile, gell, das sollte für uns in der Informatik, gell, oder wenn wir sogar mal administrativ tätig sein, nichts Fremdes sein, weil ohne Befehlszeile, dann wird es haarig, gell, und ja, da braucht man eine Software, die uns die Befehlszeile zur Verfügung stellt, und diese Software, die bezeichnen wir normalerweise als Shell, gell, also was ist die Shell? Die Shell ist mal grundsätzlich die Befehlszeile, gell. Und ja, diese Shell, sie kann in der Konsole laufen, gell, wenn ich also ein nicht grafisches Gerät habe, gell, wenn das zum Beispiel ein altes DOS-Gerät ist oder ein Unix-System, das ich ohne Oberfläche starte, gell, dann habe ich eine Konsole und in der Konsole kann ich dann mit der Shell arbeiten. Gell. Habe ich hingegen einen Desktop, gell, also ein grafisches Gerät, gell, dann kann ich das in einem Fenster machen und das bezeichne ich dann oft als Terminal.
Also Shell ist also die Befehlszeile und das Fenster rundherum ist dann das Terminal. Also wenn ich da das da öffne, dann ist das, was ich da rundherum sehe, das ist das Terminal. Aber die Befehlszeile hier drinnen wird mir im Terminal dann von der Shell zur Verfügung gestellt. Also die Befehlszeile ist dann die Shell. Okay, ja, wie funktioniert das? Also bei Microsoft, da haben wir nicht so viel Auswahl. Wenn ich da Microsoft-Betriebssystem installiere, dann ist eine Shell vorgegeben. Das heißt nicht, dass ich da nicht eventuell eine andere benutzen kann, aber grundsätzlich mal bekomme ich eine. Und zwar in den ersten Jahren oder Jahrzehnten, war das die Command-Com. Command-Com ist also ganz innerster Teil von MS-DOS, des Betriebssystems, und die klare Trennung zwischen Kernel und User Interface, also Befehlszeile, hat es damals nicht gegeben bei DOS, also Command-Com war innerster Teil des Betriebssystems MS-DOS, also rundherum hat es noch ein paar Sachen gegeben, ein paar externe Programme und so, und also io.sys und so, ein paar Dateien, und das war schon das ganze im Betriebssystem MS-DOS, So, dieses MS-DOS war aber auch die Grundlage der ersten Windows-Versionen, und so hat man also die Windows-Versionen bis hinauf, in die 90er Jahren, also die ganzen Windows, ja, die ersten Versionen 1, 2, 3 und dann auch noch Windows 95, 98 ME sind alle eigentlich DOS-basiert gewesen. Und es hat dann die Command-Com gegeben, also zum Schluss, haben sie es versucht zu verstecken, haben sich ein bisschen geschämt dafür, ja, war auch richtig so, sollten sich nur ein bisschen schämen. So, in der NT-Linie ist dann aber die CMD gekommen, also die CMD ist dann eine Reimplementierung gewesen eigentlich, also unabhängig vom Betriebssystem, einfach nur als Command-Line-Interface, hat ja über weite Strecken wirklich das gemacht, was die Command-Com für einen Benutzer gemacht hat. Also das hat viele Leute nicht gestört. Wer sie gesucht hat, hat sie gefunden, hat gewusst, wie sie zu bedienen geht, weil man ja schon jahrzehntelang Erfahrung mit eben diesen DOS und mit der Command-Com unter DOS gehabt hat. In den späteren Jahren, also ist dann die PowerShell gekommen, Die PowerShell sollte vor allem auch für den Administrator, für den Entwickler ein großer Schritt sein. Und wenn man heute mit Leuten spricht, die unter Microsoft etwas entwickeln, administrieren, die benutzen dieses Instrument gerne. Also da hat man ja, eine Möglichkeit, die gerade, also nicht jetzt die interaktive Arbeit irgendwo erleichtert, nein, es ist vor allem eben ja, die Programmierung, also die Entwicklung, das Scripting damit, das ist das, was die PowerShell auszeichnet. Ja, wie schaut es unter Unix oder Linux aus? Also unter Unix oder Linux ist so, dass man im Laufe der Jahrzehnte, also 50 Jahre Unix, hat man alle möglichen und unmöglichen Shells gehabt. Es gibt ganze Bücher, dicke Bücher über Shells. Und es ist so, dass die Shell und das Betriebssystem strikt getrennt sind. Also das Betriebssystem und die Shell gehören nicht zusammen. Und ein Benutzer, oder ein Administrator kann dann verschiedene Shells installieren. Und wenn verschiedene Shells installiert sind, kann man die auch auswählen. Also man kann dann wählen, welche die eigene Shell ist. Das wird dann eingetragen, und zwar in der Konfigurationsdatei etc/passwd. Dort drinnen haben wir, jo, wenn wir da mal hineinschauen, also etc/passwd, dort haben wir verschiedene Systembenutzer und echte Benutzer, und ja, wenn wir da mal schauen, also der erste Benutzer, der vom System angelegt worden ist, das war der Karl, und der Karl hat als seine Login-Shell, also die Bin Bash bekommen, und ja,
Und dann gibt es so Pseudo-Shells, gell, die sind keine Shells, die No-Login oder die No oder die False und, gell, also da gibt es verschiedenste Sachen. Und die Sedo habe ich auch Benutzer angelegt, wo keine Shell zugeordnet ist. Wenn die einsteigen, dann wird das System ihnen einfach da wahrscheinlich die erste Shell geben, gell. Wo sehe ich, welche Shell es gibt? Gell, wenn ich da unter etc schaue, gell, ls etc Shells, hier drinnen haben wir die Liste der installierten Shells, gell? Also hier sind es jetzt nicht besonders viele, gell? Also ja, also das ist das, was dieses System im Laufe der Jahre bekommen hat, gell? Okay. Aber normalerweise ist die Bash das Instrument, mit dem ich eben arbeite und mit dem die meisten unter Linux oder ähnlichen Systemen heute arbeiten, gell? Mhm. Ja, was ist also die Hauptaufgabe der Shell? Wofür brauche ich die Shell? Gell? Also erstens, gell, also für die interaktive Bedienung, für die interaktive Arbeit am Rechner, gell, als Befehlszeile, gell, als Command-Line-Interface. Gell. Und das zweite ist die Automatisierung. Gell. Und die Automatisierung, das sind dann die sogenannten Shell-Skripts, gell? Also das sind dann ja, kleine Skriptprogramme, gell? Also meistens sind sie klein, mit denen dann Abläufe automatisiert werden und die werden nicht kompiliert, die werden dann von der Shell beim Ausführen interpretiert, gell? Also meistens keine großen Programme, gell? Aber sehr, sehr nützlich. Mhm. Ja, und ja, was werden wir jetzt machen zur Shell, gell? Also wir werden jetzt kein 1000-Seiten-Werk zur Shell durchkauen, gell? Aber wir werden zuerst ja, die interaktive Arbeit der Shell sehen, gell? Wie kann man dort mit Dateien umgehen, mit Verzeichnissen, wie kann man da die Rechte einsehen, gell? Wie kann man und, gell? Also mehrere Dinge zur interaktiven Arbeit. Und ja, und dann wollen wir auch ein paar Skripts schreiben, das ist dann gegen Ende des Schuljahres.